Moin Moin, ihr geilen Schnittchen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Pete's Meat kocht. Nummer 1. Es gibt endlich auch für uns die Pete's Meat kocht Schürzen. Die könnt ihr jetzt im Shop kaufen. Hashtag Werbung. Und heute machen wir Stubenküken. Mit Rösti. Das ist natürlich von unserem Partner Kreuzer. Der Link dafür ist in der Videobeschreibung. Freut uns natürlich immer, wenn ihr auch Bock habt, quantitativ hochwertiges Fleisch zu bekommen. Und ihr könnt mit dem Promocode PETESMEAT euch Kreuzers Prime holen, was euch Versandkosten ersparen kann. Das kostet nichts dann. PETESMEAT, kleingeschrieben, den Aber dieses Stubenküken ist irgendwie kleiner, als ich dachte. Also ich dachte, dass auf dem Bild sah das halt aus. 400 Gramm steht da auch noch dran. Das ist voll klein. Heute brauchen wir für die Marinade brauchen wir Weißwein, Honig, Paprikapulver, eine Knoblauchzehe. Ich habe die dickste genommen, die ich gefunden habe. Salz, Pfeffer. Ich habe noch so Geflügelgewürz und halt einen Stubenküken. Dazu gibt es halt Rösti. Und dafür brauchen wir wieder Eier, Mehl und Kartoffeln. Poussy François Atmosphère. Origine Français. Ich gehe mal auch davon aus, dass wir hier auch einen wahrscheinlichen männlichen Stubenküken haben. Bin ich auf jeden Fall froh, dass sie nicht geschreddert werden, sondern dass so zubereitet werden. Wo ist der Kopf? Ich habe doch ein ganzes bestellt. Gucken wir mal rein. Also ich weiß ja nicht. Ich habe mir direkt zwei gekauft für zwei Personen. Also ich finde dieses ganze Rezept ein bisschen komisch. Wir werden einfach ganz viel anders machen. Eine Auflaufform leicht mit Öl bestreichen, Stubenküken waschen, trocken tupfen, innen, außen salzen, pfeffern, in die Aufform legen. Nach einer Viertelstunde die Küken mit der Marinade bepinseln und nochmals eine Viertelstunde braten. Müssen wir eigentlich das Hühnchen auch einreiben? Trocken tupfen? Oh. Waschen und trocken tupfen. Jetzt habe ich ja schon Öl dran gemacht. Kacke. Alter, da läuft voll viel Wasser aus dem Arsch raus. Dann jetzt ins Arschloch reinpfeffern. Früher habe ich als Tierarzt gearbeitet. Da hat man das ja auch gelernt. Bei Hunden geht das mit einem Finger zum Beispiel, um die Analdrüsen auszudrücken. Jetzt haben wir das hier mal schön verteilt. In die Auflaufform legen. Reingelegt. Eine Viertelstunde da rein. Viel Spaß. Aha. Da steht nämlich bei, man soll die Marinade anmischen und dann das Hähnchen beim Backvorgang damit einpinseln. Aber das sehe ich mir schon mal gar nicht ein. Die Hähnchen werden jetzt hier schön in meinen Gefrierbeutel gepackt. Und da machen wir jetzt die Marinade auch rein, einfach nach und nach. Olivenöl, Paprika, Pfeffer, Salz, kleingehackten Knoblauch, Honig und Wein als Marinade in einem kleinen Schüsselchen verrühren. Okay, da kriegen wir hin. So, wir brauchen heute eine Knoblauchzehe. Ich hoffe, die sind noch geilo. Und wir haben doch die Tage von unserem Star-Koch, haben wir doch gelernt, dass wir den einmal in der Mitte teilen sollen. Und dann hier diesen Trieb, der da drin ist, den soll man rausmachen, weil dann stinkt man weniger nach Knoblauch. Ach, das wäre die perfekte Gelegenheit. Ich habe ein neues Gerät bestellen müssen. Mein altes ist kaputt zum Schreddern. Ein bisschen kleiner geworden. Ich habe mich ein bisschen vertan bei der Größe. Das sind nur 500 Milliliter. Den muss ich jetzt auch so verschließen. Und der Hund geht da nicht mehr drauf ab. Frag mich nicht, warum. Sind sie doch nicht so geil, ne? Wir haben jetzt auch schon mal häufiger gesehen, dass Leute den reiben. Sollte ich den Knoblauch pressen, klein schneiden oder reibe heute mal die Pressvariante? 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Teelöffel Honig, 4 Esslöffel Weißwein. Warmer Pinot Grigio. 1 Esslöffel für mich und 1 Esslöffel für die Soße. Ein Esslöffel für mich und einen für die Soße. Und ein Esslöffel für mich. So, Paprikapulver, 2 Esslöffel. Ja, kacke, da ist nur ein Esslöffel drin. Mensch, gut, dass ich das Geflügelgewürz noch habe. 2, 3. Einen halben Teelöffel Honig. Da brauche ich ja noch nicht mal die Mikrowelle extra anmachen, um das zu schmelzen. Aber eigentlich wäre das schon ganz gut. Das ist schon sehr kristallin. So, jetzt haben wir hier so einen Fliegenschiss Honig. Auf 90 Watt, eine Minute. Oh, das waren aber lange 90 Minuten. Jo, das hat geklappt. Oh mein Gott, ist der heiß geworden. Aber er ist wieder flüssig. Sorgen, Salz und Pfeffer vergessen. Die wilde Fahrt ist noch nicht vorbei. So wird die Marinade schön eingemassiert. Und danach
werde ich dieses gute Stück benutzen. Das hat mir nämlich mal der gute Boris geschenkt. Vielen lieben Dank dafür. Und darin habe ich schon einmal ein Hähnchen gemacht. Das war super geil. Und darin werde ich auch mal versuchen, die Küken zu machen. Kommen wir zu den Röstis. Eine halbe Kilo Kartoffeln festkochend. Ich mag Kartoffelröstis nicht besonders gerne. Sie sind quasi Pommes in glatt. Aber irgendwie schmecken sie dann doch ein bisschen anders. Hier würde man Kartoffeln dabei machen. Wir machen aber Rösti. Das heißt, den Part mit den Kartoffeln, den überspringen wir. Die Kartoffeln schälen und grob reiben. Ich finde Rösti ist jetzt schon kacke, weil man dafür Kartoffeln schälen muss. Ich habe früher auch auf dem Feld geholfen. Bei unserem Nachbarn bin ich hinten mit auf dem Kartoffelgrubber die Steine raussortieren und sowas. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht, bis ich irgendwann eines Tages ein großes, totes, blutendes Schwein auf dem Hof gesehen habe und für die nächsten Tage nicht zu unserem Bauernnachbarn gegangen bin. Ey, kann man die eigentlich pimpen? Könnte man noch gut vielleicht irgendwie noch Käse in die Kartoffelröstis mischen? Ich glaube, das probiere ich aus. Ich könnte jetzt auch irgendwer anders sein, oder? Vielleicht bin ich Frau Eieruhr oder Manuel Neuer. Oh. Au! Ah! Fuck! Oh, die sind richtig alt und matschig, wie eure Müller. Mir fallen keine dämlichen Sprüche mehr ein, Andi. Ich mach mal kurz einen Cut, bis ich fertig hier geschnitten habe. Da musst du dir das nicht so lange angucken. Jut, alles hier geschnitten. Das Problem ist, an Reiben habe ich die hier, die ist sehr fein. Oder die hier, und die macht Stücke. Moment! Da hinten rein! Die ist da hingerutscht. Okay, wir haben eine grobe Reibe. Ich glaube so der, also, ja kacke ey, Mann, oh Sammy. Guck mal hier, eine Pommes. So werden also die geriffelten Pommes gemacht. Holy shit, Peter, kann das deine Küchenmaschine, wie lange war die jetzt dran? Das ist schon Püree. Au, ah, ah, ah. Oh. Guck mal hier, was meine Kochschürze schon alles abgefangen hat. Kann ich ja jetzt hier, brauche ich kein Handtuch mehr. Komm mir wieder so ein bisschen vor wie früher. Als Kind habe ich das auch mal gemacht. Ich habe einfach alles in der Hose abgeschmiert. So, krieg ich das geil hin. Boah, jetzt kommt Trick 17, warte. Ha! Mein Genie kennt wieder keine Grenzen. Oh shit. Ist auch hier alles voll. Mein Genie kennt Grenzen. In einem Küchentuch gut ausdrücken. Keine Ahnung, was das heißt, aber ich nehme hier mal ein Küchentuch. Oha! Wie viel Flüssigkeit kommt denn da raus? Mal gucken, ob das funktioniert. Da habe ich mein Handtuch vorgeblutet. Aber komm schon, ein bisschen ist da noch drin. Ich fühle das doch. Oh, der Saft! Da ist irgendwas kleines Schwarzes gerade reingeflogen. Och komm ey. Fuck my life. So eine kleine schwarze Fliege oder sowas. Das brauchen wir. Oh! Wir müssen bestreichen! Oh Gott! Oi, das schreit ja so richtig. Wir müssen das jetzt ein paar Mal einstreichen damit, ne? Schön ins Arschloch rein. Das sieht eigentlich ganz geil aus. So, war jetzt nicht so lange Zeit, um die Marinade einwirken zu lassen. Alright, dann gehen wir mal hier unten durch, oben wieder raus. Da, sehr gut. Schon ein bisschen hochgepackt. Dann kommt das da unten rein. Fertig ist die Kiste. Machen wir mal. Entspannte 20 Minuten auf 180 Grad. Mal gucken, wie die Hähnchen dann aussehen. Ab wieder mit in den Backofen. Für nochmal 15 Minuten. Oh, die Kartoffeln kommen jetzt mit rein. Aber das hätte ich fast vergessen. Hier würde man Kartoffeln dabei machen, wir machen aber Rösti. Das heißt, den Part mit den Kartoffeln, den überspringen wir. Da noch eine, da. Ein Ei. Flip. Guck mal, jetzt machen wir das wieder zu. Jetzt kann ich das im Laden wieder umtauschen. Wie viel Mehl? Waren da zwei Esslöffel? So, das ist ein Löffel Gestrüpp. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt hier Peters, der keine Ahnung von Reibekuchen hat, Reibekuchen-Tipp. Ein bisschen Parmesan dazu. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so gut zusammenhängt, dass ich daraus jetzt irgendwie Rösti-Dinger formen kann. Es fällt alles komplett auseinander, ehrlich gesagt. Dann gucken wir mal, wie wir das jetzt machen. Hier ist das Problem, dass wir unfassbar
unfassbar viel Flüssigkeit plötzlich da drin haben. Und irgendwie sieht das gar nicht mehr so appetitlich aus von der Farbe her. Sehr, sehr seltsam. Aua! Das Küken muss wieder bestrichen werden. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Das ist ja schon voll schwarz. Und mein Ofen ist einfach zu krass. Wie eine Stunde in den Ofen. Als ob das eine Stunde in den Ofen muss. Ich werde das jetzt noch einmal eine Viertelstunde reintun und dann war's das. So, schön den Hintern noch sauber machen. Wie zum Fick soll ich das so gedreht bekommen? What? Alter, was, das sind pure Magie, Leute. Die Platte ist leider zu klein für diese Pfanne. Das ist vielleicht noch ein bisschen problematisch, aber Alter, wie geil sieht der. Aua! Und zack. Okay, das sieht lecker aus. Das sieht wirklich richtig lecker aus. Irgendwas richtig verbrannt. Oh nö. Hier, du bist der Erste, der in den Backofen kommt. Da hast du dann ja noch ein bisschen Ruhe. Hast du schon mal Röstis gemacht? Ja. Voll faszinierend. Die Schmalz war gut, war das nicht ganz ranzig? Was? War das nicht ganz ranzig, der Schmalz? Weiß ich nicht. Normalerweise gibt es doch dazu Apfelmus, oder nicht? Ich habe jetzt hier noch Äpfel klein geschnitten und mir dabei in den Finger geschnitten, by the way. Und das packen wir jetzt noch in die Mikrowelle für 5-6 Minuten und dann soll der Apfelmus rauskommen. Mal gucken, ob das klappt. Gucken wir mal, oder? Was draus geworden ist aus dem Scheiß. Aber lecker. In 4 Minuten ist es soweit. Oh mein Gott, wieso dauert das noch so lange? Wie lang können 4 Minuten sein? Komm schon, Hühnchen. So, die Rest ist wohl noch ganz kurz, aber das Hühnchen sollte fertig sein. So, ich nehme mich jetzt mal weiter aus dem Fenster und sage, das Essen hier nicht das gesündeste. Leckert. Der Wahnsinn. Und dann noch ein Rösti hin. Nee, das darf ich nicht anfassen. So. Auch schön krustig geworden. Und wir gehen mal probieren. Nimmst du schon auf? Ja. Guckt es euch an, liebe Leute. Sieht das nicht lecker aus? Die Farben. Sehr, sehr geil. Das wäre mein Rösti und mein Küken. Knackt im Mund. Batterie ist leer. Scheiße. Ich will essen. Erstmal fehlt mir bei dem Gericht so ein bisschen das Grüne. Warum schmeckt mir was das mit Apfelmus so lecker? Und ich habe eigentlich eine Antwort von dir erwartet. Ich bin norddeutsches Mädchen. Norddeutsche essen gerne süß und salzig zusammen. Oh, geil. Ich kann mir vorstellen, dass man noch irgendein fancy Kram mit Röstis machen kann, aber das ist halt ein Rösti. Dem Rösti gebe ich nach, von Che. Lecker. Der schmeckt wie bei Mutter. Kommen wir zu dem, auf das wir alles, auch, dass wir alle warten. Oh, so soll es sein. Schmeckt wenig überraschend, Huhn sehr ähnlich. Warum esse ich jetzt Küken anstatt Hühnchen? Dass ich jetzt nicht, glaube ich, schmecken würde, wenn ich jetzt einfach hier so ein Stück Fleisch hätte. Ob das Stubenküken ist oder normales Hähnchen. Sehr zart. Die Marinade ist ein bisschen lasch bei mir geworden. Ich glaube, ich hätte eine andere Marinade gemacht. Sehr geil. Ich gebe auf jeden Fall Punktabzug dafür, dass da nichts Grünes dabei ist, sondern eigentlich nur Kartoffeln mit also Kohlenhydraten und Fleisch, kein Gemüse. Das Hähnchen ist gut geworden, die Rösti sind top. Dementsprechend gebe ich für das ganze Gericht 7 von 10, Dennis. Schon eine starke 8,5 von 10 Sepiös. 6,5 von 10 Punkten gebe ich. Definitiv eine 9 von 10. Also normal würde ich eine 8 von 10 geben, ich gebe jetzt eine 7 von 10, weil das ist einfach Quatsch. Allgemein war es sehr lecker. Und dann warten wir wieder mit Erfolg. Scheiße, ich habe vergessen meine... Nein! Hast du die ganze Zeit nicht getragen? Nein, habe ich nicht. Wow. Das war mal wieder eine Folge Pizza mit Koch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt übrigens auch Merch. Voll geil. Nächste Woche wird's fancy. Beziehungsweise nächste Woche wird's teuer. Ich hoffe, heute wieder ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, lasst uns gerne wissen mit einem Like und gerne auch bei Kreuzers vorbeigucken. Doggy is nuts. Bis nächste Woche. Oh. Au! Aua! Aua! Ha? Ah! Fuck!